Ja. Okay, also guten Abend, liebe Leute. Heute, wir machen Nachruf. Was haben wir die letzte Unterricht geredet? Gut? Also ich habe mich bemerken, einige Punkte. Erstens wegen der Wirtschaft und zweitens, ich nehme automatisch für mich, dass ich kenne danach, ja, ich kenne die Geschichten, die Leute, wer hat was gesagt, aber für euch vielleicht ist es nicht so einfach. Also wir lernen heute ein bisschen einige Kapiteln von Tanach, das gehört zu unserem Thema. Okay, und auch über diese Emile Zola, ich klage an Geschichte. Also die erstens, was habe ich mich bemerkt, wegen der Wirtschaft, wegen der Prozente, ja. Also das ist ein interessantes Problem. Probleme, das heißt, die Tora verbietet prozentuelle Leihe. Ja? Mhm. Das ist direkt. Und auch katholische Christentum hat so genommen und auch klassische Islam, das heißt sunnitische Schule, auch diese Stelle hat wahrgenommen. Also im Kurz, wenn wir gehen zu dieser ohne prozentuelle Finanzierung komplett, das wird zerstören uns unsere Welt. Klar, dass niemand gibt Geld, dann alles ist kaputt. Ja. Also kurzum, schon unsere Weisen sollten verstehen, was die Tora echt meint. Und die Zusammenfassung, die Leute von anderen Glaubens dürfen zum anderen Leute mit prozentuellen Teil verleihen die Gelder. Also im anderen Wort, die Juden dürfen zum Christen, Christen zum Juden und so weiter. Okay? Deswegen die fast einzelne Bankiere in Mitteleuropa wurden Juden, weil die katholische Kirche hat das verbieten. Klar. Okay? Und natürlich die Rache und die alle Emotionen, die muss man verstehen, dass heute wir beklagen uns über die Prozent, was? 20% ist das zu viel für uns, ja? Damals wurde mit Stufen 50 oder 100%. Also ja, nimmt man 1000 Gulden sozusagen, muss man 2000 zurückbringen und so weiter. Verstehen Sie? Oder mindestens 1000. Ja. Also das war wirklich eine unfassbare Verhältnisse. Und deswegen, die jüdischen Bankieren wurden gehasst. Und wenn so, das schon alle gut. Ja, auch die Arme, es ist egal. Okay, also damalige Bankieren, sie hatten riesige Gewinn gemacht, aber hatten auch riesige Risiko mit seinen eigenen Lebens bezahlen über diese Gewinn. Okay, also muss man das verstehen. Also, natürlich mit Säkularisierung die unserer Welt, ja, Abendsland, dann, okay, ist kein Problem. Und deswegen, unsere westliche Gesellschaft mit Säkularisierung hat einen großen Sprung gemacht. Ja? Auch wegen diesem Thema, dass die katholische Kirche konnte verbieten, was sie wollte. Es war schon egal. Ja? Für mehrere Gesellschaften sozusagen. Ja? Nicht in den Zeiten, dass sie war die Schicksale Herren. Ja? Okay. Aber jetzt ich etwa neu für euch sage, doch, dass dieses Thema ist noch lebt in unserer Welt. Das heißt, ohne prozentuelle Geldverleihung, nämlich im religiösen, jüdischen und islamischen Welt. Okay? Mhm. Im jüdischen Welt gibt es die Funds, Kranot, Strukturen,
sagen wir ja, die geben die Geld für Lernen ohne Prozent. Ich habe sich wurde verheiratet. Ich sollte als junger Student die Gelder. Ich habe gegangen zu dieser, es heißt Gmach, eine Gesellschaft für Gmilut Chassidim, eine gute Taten. Okay? Also gibt es unterschiedliche Arten von diesen Gesellschaften, zum Beispiel die Brautigam Kleidungen ohne Geld verleihen. So hatte meine Frau gemacht. Du sollst nur nach sauberen auf seine eigene Kosten, ja, die trockene, also das hat sie gemacht. Aber prinzipiell, wir hatten gar nichts über diese weiße Kleidung bezahlt. Ja? Also das ist eine Art, ja, zum Beispiel. Dann gibt es ohne Ende, ja, die kinderliche Spielzeuge ohne Geld zum gewissen Zeit nehmen, ja. Ein Monat, ein Jahr, egal, ja. Es kostet gar nichts. Es ist nicht bekannt im christlichen Welt, ja. Also manchmal, ich weiß nicht, die Stühle. Ja, die Leute haben eine Hochzeit. Da muss man die Stühle. Ja, also auch eine Kleinigkeit zu meiner Hochzeit. Ich habe den Mikrofon in eine andere Gesellschaft genommen und Geld und so weiter und so. Also, und gibt es auch die solche Gesellschaften, die Geld verteilen. Ohne Prozent. Also genau die gleiche Summe, das hast du genommen, du bringst du. Das habe ich getan. Okay, das ist die erste. Und das ist wieder, es ist nicht die Banken. Es ist die religiöse Leute führen. Ja? Und ich glaube. Ja, okay. Also, okay, eine kleine Pause. Okay, ich komme zurück. Ich stelle ein. Okay, also das wieder. Und gibt es auch islamische Banks, echte Banks, die geben eine relativ große Summe, aber wieder, es geht nur für die Leute von deiner eigenen Religion. Okay? Mhm. Also das heißt, diese jüdische Gesellschaft, es ist kleine Gesellschaft, es geht nicht um die große Summe, kann man nicht, ne, weiß nicht was, ein Auto kaufen, es geht nicht, es geht um kleinere Summen. Im islamischen Banks kann man ein Auto kaufen, es geht um die große Summe, aber wieder nur für die Leute, die sind von islamischer Hintergrund gekommen. Okay, also das muss man sagen, dass am Ende gibt es eine besondere Erlaubnis, eine koschere Erlaubnis für heutzutage Banks in Israel, Prozente nehmen. Es ist erstaunlich, es ist ein riesiges und schwieriges Thema. Ich bin auch als Rabbiner, ich verstehe das, aber nicht ganz, so ehrlich zu geben. Das heißt, ich verstehe die talmudische Logik. Also im Kurz, wenn Sie kommen zu einem koscher Restaurant in Israel, in Berlin, in Köln, gibt es ein koscher Zertifikat, das Essen ist koscher, ja, es ist bekannt. Oder etwa auf dem Lebensmittel geschrieben ist. Wenn Sie kommen in Israel ins eine Bankfiliale, dort befinden Sie auf einer Wand ein Koscher-Zertifikat für bankische Aktivitäten. So, das nur wissen Sie. Wieder, es ist auf einfache Sinn, es widerspricht die Tora, aber diese Probleme kann ich erledigen und geglichen. Das kann ich. Ja, aber der wirkliche Mechanismus muss man viel, viel lernen. Es ist der vierte Teil vom Halacha. Das habe ich nicht geprüft, habe ich nicht gemacht. Also, wir sind einfache Rabbiner. Ja, also, ich habe noch viele Prüfungen vor mich. Okay, das ist wegen dem wirtschaftlichen Thema. Das ist meine Bemerkung. Jetzt über die Emil Zola. Ja, und ich klage an. Ja, also wie gesagt, ich habe gesagt, das gibt es eine vierte Macht, die damals waren Propheten, heutzutage Intellektuellen. Die Leute, die Kunst, echte Leute, die Kunst, nicht was viele sagen, ich bin
Künstler, Künstler. Nicht immer so. Ja. Nicht jeder, der nimmt eine Gitarre zu Hause, schon automatisch ein Künstler. Ja? Oder jemand, der hat zwei, drei Linien verbunden, ist schon ein Maler. Ja? Ich bin. Ja? Trotzdem, ich bin Rubens, ich habe keine Ahnung, wie malert man. Ja? Aber wir reden über die echte Künstler. Okay, also jetzt habe ich die Links vorbereitet. Erstens Emile Zola. Ich steht in der Chat. Ja, bitte schon. Okay, das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte über die Emile Zola. Er ist ein bekannter Schriftsteller. Kennen Sie? Haben Sie ein bisschen? Das war ein sehr, sehr großer Name am 20. Jahrhundert. Vielleicht nicht heute. Vielleicht heutzutage Schülerinnen kennen ihn nicht. Ja? Mhm. Aber ich als Schüler sollte ein bisschen von ihm als Pflicht damals lesen. Schon erinnere nicht, was genau, aber die Name klingt mir bekannt. Was interessiert uns? Das ist in seinem Artikel Jacuzzi. Ich klage an. Ja? Also, er hat verteidigt die Dreyfus. Okay, jetzt bekommen Sie einen Link über die Dreyfus-Affäre. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt in unserer modernen jüdisch-zionistischen Geschichte. Okay? Also, Sie kennen, ich hoffe, grundsätzlich die Geschichte. Im Kurz, es war ein Prozess, wo eine Jude stattdessen beklagt sein als eine einzelne Person, als ein Offizier, ja, die vermutlich hat die Geheimnisse von Frankreich nach damals Kaiser Deutschland verkaufen. Plötzlich, der Prozess war eine Katalysator von antisemitischer Hetzung. Ja? Also er wurde, Dreyfus, er wurde gerichtet als Jude und nicht als Alfred Dreyfus. Verstehen Sie den Unterschied? Mhm. Noch, wie gesagt, die nicht gute Geschichte zum Böse, zum Schlimmer getan, er war unschuldig. Ja? Und das war ganz klar, mindestens für Emile Zola und viele Leute, auch im französischen Militär, von Anfang. Also, es war auch eine Widrigkeit von der Gerechtigkeit, die normale Kopf, ja. Also, und dann, Sie bekommen von mir noch eine Wikipedia-Link, die heißt Jacuzzi, ich klage an. Also gibt es einen besonderen Artikel, wissen Sie warum? Weil diese Phrase bekommt, heute wir sagen, eine Mem. Ja? Damals wurde gesagt, ein Sprichwort. Dass ich klage an, ich bekomme in vielen Sprachen, auch im Hebräisch, zu eine Mem, ein Sprichwort, ja? Eine Phrase. Okay? Also, das haben Sie. Kurz zu sagen, ich habe im hebräischen Artikel, ich klage an, es steht im Text. Ja? Natürlich können wir das auf Deutsch. Also, das war ein öffentlicher Brief an den französischen Präsidenten damals. Ja? Wir reden über den 30. Januar 1898. Okay? Dann, er schreibt folgende. Also er schreibt, ich klage an und gibt es viele, viele Leute, die sind beklagt. Ja? Also zum Beispiel, ich klage an Lieutenant Colonel de Paty, jemand, eine böse Held. Er war der Untreue. Ja? Ich klage an General de Marchais. Ich klage an General Bouillot. Ich klage an drei, heute wir sagen Graphologen, ja? Damals war noch kein Wort
für diesen Beruf. Also es war ein Text, die wurde von geheimen französischen Polizei gefasst. Und das war genau diese Person, die hat verkauft die Geheimnisse. Und das war keine Hand von Dreyfus. Das war genau Hand von anderen Offizier. Das heißt, diese Drogenverlogen kann gefälscht sein Bericht. Okay? Also er schreibt, also ich klage an General Player und so und Major Raberi und. Also das ist ein brillanter Artikel, der geschrieben auf mit brillantem Französisch. Er ist ein Beispiel zum klassische publizistische Arbeit. Ja? Heute wir haben einen Pulitzer, ja, Preis, der verteilt zum gute oder brillante journalistische Arbeit. Damals war noch nicht existiert. Ich garantiere euch, Emile Zola würde nehmen diese Preis, weil er hat so brillante Artikel geschrieben. Wieder, denken Sie drauf, über 100 Jahre schon angelaufen, wie dieser Artikel ist noch gelesen ist und gelernt ist. Verstehen Sie? Mhm. Nicht jeder Pulitzer-Autor bekommt diese Ehre 100 Jahre und plus später. Also das wirklich, er hat seine Genialität in diesem Brief entdeckt. Ja? Er sollte fliehen von Frankreich, weil er wurde zum Gericht genommen wegen diesem Brief. Und wurde schuldig befunden, klar. Mit solchen Richtern, wie damals war, keine Probleme. Eine Quasi-Justiz. Das heißt, diese, ich klage an, es bekommt eine Sprachmünze zum einen Protest. Ich protestiere tatsächlich. Ich protestiere gegen Ungerechtigkeit. Ich protestiere gegen korrumpierte juristische Systeme. Okay, das ist die Synonym. Sozusagen. Ich klage an. Okay. Er hat protestiert für die ganze Geschichte. Ja? Sollte nach England fliehen, Emile Zola. Ja? Er war schon nicht jung überhaupt damals. Und nur als die einige Leute von dieser Geschichte, sie wurden schon verstorben, er konnte zurück nach Frankreich zurückkehren. Aber die Gerechtigkeit wurde doch gewinnt. Es wurde zweiter Prozess für Dreyfus getan. Und er wurde als unschuldig deklariert damals. Okay? Und noch später, das heißt, das war die erste Stufe, noch später wurde die echte, wie sagt man, Traitor, ja? Die echte Verräter. Ja, echte zwei Helden, die wurden das wirklich getan. Okay, aber niemand wurde sie geklagt, also sie sind Juden oder Franzosen. Das war wirklich auf privater Ebene. Was nicht passiert mit Dreyfus, er wurde quasi ein Repräsentant für alle Juden, mindestens französische Juden. Okay, und das ist das Problem. Der englische Prozess war später in Russland, das heißt Bayley's Prozess. Okay? Dort wurde beschimpft, dass er hat die Blut von christlichen Jungen für Matzos genutzt. Die interessante, paradoxale Dinge, die beide Beschuldigten, Dreyfus, Alfred Dreyfus und diese Bayley, sie waren komplett nicht religiös. Dreyfus hat gehalt sich als echte Franzose. Er war schon die dritte Generation nach der Emanzipation. Ja? Er hat gedient als französischer Offizier. Das war 100 Jahre vor unfassbar und unmöglich überhaupt. Ja? Bayley wurde eine einfache Jude, überhaupt nicht religiös. Ja? Also es ist eine große Frage überhaupt, ob hat er Pesach gefeuert. Er war nicht religiös. Mit Blut, ohne Blut, egal. Er war überhaupt, er musste nicht seine eigene Religion. Das wurde in dem Prozess bekannt. Ja? Also
Die beiden Prozesse, sie gehören zur Kategorie antisemitische Prozesse. Ja, das heißt, wo nicht eine Person, ein privater Mensch steht vor Gericht, sondern tatsächlich im Hintergrund alle Juden, mindestens französische Juden in Frankreich oder russische Juden in Russland. Damals Russland war ein russisches Imperium, das heißt vor Revolution inklusive Polen und so weiter und so weiter und so weiter. Also das war andere Russland. Okay, also und dieser Prozess, Dreyfus-Prozess, hat sehr, sehr tief, hatte tiefe Einfluss auf die Juden in Europa und mindestens auf die Zionisten und nämlich auf Theodor Herzl. Das heißt, Theodor Herzl war damals ein Journalist von Wiener Zeitung. Ich erinnere mich nicht genau den Namen von seinem Arbeitsgeber damals. Er wurde als Journalist berichten diesen Prozess von Paris nach Wien. Also und dann es wurde plötzlich klar, dass die gleiche Rechte und Emanzipation es doch hilft nicht gegen Antisemitismus. Antisemitismus lebt und wie sagt man lebt und hat vielfältige Facetten. Ja, also das heißt, die auch säkuläre Juden, sie haben verstanden, es kann Sicherheit für jüdische Leben in Europa. Also muss man andere Lösungen finden, das heißt eine Sicherheit, eine jüdische Stadt als Sicherheit, ja, als eine Shelter, als eine, kennen Sie diese Idee, als eine... Wie ein Schutzraum oder so. Genau, ein Schutzraum gegen Krieg, gegen Bomben, in diesem Fall gegen Zimtus. Ja, Eva. Ich habe mal gehört, Herzl hätte, bevor er den Judenstaat geschrieben hat, das Buch empfohlen, die Juden in Europa sollten alle zum Christentum konvertieren und sich integrieren. Ja. Und war das dann sozusagen diese Dreyfus-Affäre, die ihn da zum Umdenken gebracht hat? Das ist richtig. Ich habe mich schon gewohnt. Ah ja, okay. Das heißt, ich war als Student, hatte nebentätige Arbeiten, ich wurde im Herzl-Museum in Jerusalem gearbeitet, als Student. Ja, so Halbtag Arbeit, ein bisschen Geld, das war schon gut. Dort, dieses Museum schon nicht mehr existiert, schade. Das wurde die originelle Möbel von Wien, von Herzl und so weiter. Aber nicht um die Möbel reden. Dort wurden die originelle Briefe, echt originelle Briefe. Damals, wir immer haben angezeigt, die Einladung zum seine Bar Mitzwa von Theodor Herzl. Herzl wurde in Budapest, in assimilierte jüdische Familie aufgewachsen. Und die seine Bar Mitzwa wurde im Alter 16 Jahre alt durchgeführt. Und die, nicht um 13, und die Einladung heißt Einladung auf Deutsch natürlich zum Konfirmation. Verstehen Sie? Das heißt, es war nicht 13 und kaum Bar Mitzwa. Das heißt, es war eine Kopie von christlichen Prozess, die nur mit Runden, die Ecken, wurde genannt als Bar Mitzwa. Also verstehen Sie, dass er war komplett säkulär? Mhm. Okay, und das war der Typ. Und echt, es ist keine Legende. Wir haben die Briefe. Wir haben die Briefe. Er hat geschickt als Journalist nach seiner Idee, die Lösung für jüdische Probleme, dass Juden werden konvertieren. Er hat diese Briefe nach Papst geschickt. Deswegen wir kennen. Okay? Die manche Briefe wurden von vatikanischer Seite geblieben. Aber einige haben wir von der Herzl-Seite. Die Papst natürlich hat gar nichts geantwortet. Keine Antwort. No Kommentare. Ja. Keine Kommentare. Aber das ist echte Geschichte. Es ist keine Legende. Das heißt, auch solche Typ, der war komplett nicht, er war jüdisch nur mit Herkunft. Ja? Aber mit Vergangenheit. Mit keine heutzutage und noch riesige Zweifel über die Zukunft, die jüdische Zukunft,
Und doch, dieser Typ, der hat vorgeschlagen, dass alle Juden sollen als Kollektiv, als Volk konvertieren sich zum Christentum. Doch er hat die Gefühl, dass es ist keine Lösung ist, nicht Konversion zum Christentum und nicht eine gleiche Rechte in Westeuropa. Wir müssen zum Ende der Lösung gehen. Das war eine Revolution in dem Kopf für Millionen der Juden, nicht nur er. Er ist ein gutes Beispiel, muss man verstehen. Also, dass sie ansehen auf Herzl Geschichte eine typische philosophisch-praktische Prozess, sozusagen. Ja? Ja. Und dann, er hat praktisch in seine Hände genommen, hat die Weltjüdische Kongress gegründet, ja? Hat eine Bank gegründet, existiert bis heute, Bank Rumänien, ja? Und so weiter und so fort. Also er hat praktische Dinge getan, um diesen jüdischen Schutzraum gründen. Er könnte auch anverstanden in Uganda jüdische Stadt gründen. Mhm. Sie müssen wissen, dass er war keine, ich bin ein bisschen Spezialist in Herzl, wegen meiner studentischen Arbeit. Also, ich habe dieses Buch gelesen, Die jüdische Stadt. Natürlich, das Buch wurde auf Deutsch geschrieben, das verstehen Sie. Die jüdische Sprache ist Deutsch, keine Frage, oder? Er schreibt, in der jüdischen Stadt, die offizielle Sprache wird Deutsch. Klar, oder? Er vorgeschlagen, dass die Fahne von der jüdischen Stadt, ich habe schon gesagt, wissen Sie, welche Fahne das wird? Das ist heutzutage Fahne von der Europäischen Union. Nur mit 8 Sternen, nicht heute wir folgen 7, 28 europäische Städte. Ja. Damals es war 8. Er hat geschrieben, wissen Sie, warum 8? Nicht 9, nicht 10. 8 Arbeitsstunden. Muss man erinnern, die Kommunisten und seinen Kampf. Okay. Also, und solche. In kurz, heute nur die professionellen Spezialisten, die Doktorin zur modernsten jüdischen Geschichte lesen dieses Buch, weil es gibt so viele Fehler und Blödsinn in diesem Buch. Ja? Also es ist einfach peinlich, dieses Buch zu lesen. Das heißt, die Wichtigkeit von diesem Buch fängt an und beendet sich mit dem Titel, die jüdische Stadt. Nach dem Titel kann man beschlossen dem Buch. Alles andere ist schon wichtig. Okay? Das heißt, zum Beispiel, er überhaupt hat nicht gesehen die arabischen Probleme. Noch zum Schlimmen, er war überzeugt, dass Araber würden mit zwei Händen die Juden mitgewarten und mitarmt als Juden kommen nach Palästina. Er beschreibt, gibt es eine Held dort im Buch, am Ende gibt es eine Kapitel über die lokale Araben. Er heißt Muhammad, die Person, der Mensch. Er ist unglücklich über die Juden, die kommen sind nach Haifa, weil seine Wert, sein Immobilium, sein Haus geht. Er steht oben, er will das verkaufen. Die Juden bauen Autobahnen, die Juden bauen Schulen, Hospitals, alles ist perfekt. Er ist so glücklich über die Juden wie nie. Okay? Das ist Vision von der Welt. Also es ist einfach peinlich. Ja? Das heißt, die zweite Generation von Zionisten, die Deutsche Batinske, sie haben schon erkannt mit ganz große die Konflikt, ja, die Probleme und so weiter. Also ich habe geschrieben, dass die wissen Sie nach Herzl, welche Juden würden die seine große Fans und Anhänger für zionistische Bewegung, die orthodoxe Juden. Mit Hut, schwarz, mit Lockern und so weiter. Verstehen Sie, es war genau umgekehrt? Genau wie mit arabischen Problemen, genau mit fast alle Orthodoxie hat ihn rausgeschmissen. Ja? Und bis heute ist ein Problem mit der orthodoxen Welt. Deswegen, Rabbiner Kook sollte die neue Orthodoxe gründen. Ja? Was heißt, die alte Orthodoxe wurde so alt und so konservativ und wollte nicht überhaupt hören mit dem Zionismus. Ja? Also, in kurz, die alle Prognose von Herzl und
alle Hoffnungen. Es war nicht falsch, es war umgekehrt. Aber doch, seine Idee war richtig, die jüdische Stadt. Deswegen, wir sagen, kann man mit Titel fangen an und beenden. Das war's alles. Die anderen Leute schon machen die weitere Arbeit. Okay? Also, und muss man noch sagen, Herzl war sehr praktisch. Und deswegen, weil er war so schwach in jüdische Geschichte und Verständnis in jüdische Welt, er hat zum Uganda verstanden. Sie kennen die Geschichte, ja? Die Großbritannien, die hatte Mandat über die Palästina. Sie wollte nicht mit Araber kriegen. Also sagten, okay, wir machen einen anderen Plan. Sie gründen die jüdische Stadt in Uganda, in Afrika. Herzl sagte, okay, wir müssen einen Schutzraum. Ja? Die Juden haben über die Heiliges Land, Jerusalem, gehofft, gebetet. Herzl nicht. Sie müssen wissen, dass in dem Buch die jüdische Stadt. Okay, Uganda war am Ende seines Lebens. Uganda war um 1904. Ja. Theodor Herzl um 1905 schon verstorben. In dem Buch, der war jüdische Stadt am 1892 geschrieben ist, denkt über die zwei Städte im Heiliges Land, in Palästina. Und wissen Sie, wo noch? Nicht Uganda. Argentinien. Argentinien. Wissen Sie, warum? Haben ja viele gelebt, auch nach dem Krieg, ne? Noch später. Wir reden über den Zweiten Weltkrieg. Wir reden über den Vorersten Weltkrieg. Nein, nein. In Argentinien, Baron Samuel de Hirsch hat die Erde gekauft für die Juden. Das wurden jüdische Kooperativen. Okay, also das ist ein produktives Leben. Und noch mehr, Argentinien damals hatte keine Grenzungen zum Eintritt. Ja, was kennen wir heute? Ja, probieren Sie nach USA gehen, ohne Visa, nach Europäischer Union. Die gleiche, ja, und so weiter. Damals, diese alle Länder in Südamerika, du einfach nimmst die Ticket zum Schiff und das war's. Sie sollen verstehen, die Leute damals hatten keinen Pass. Das war eine ganz andere Welt. Kein Passport, überhaupt. Über Visa muss man nicht reden, keine Visa. Das heißt, wer könnte sich erlauben, eine Weltreise durch Okeanos? Er hat schon genug Geld, schon gut. Ja? Und so weiter. Also im Kurz, es ist eine interessante Geschichte über die Theodor Herzl, aber wieder, dass diese komplette Revolution in die Mind, in den Kopf, im Verständnis und Wahrnehmung, das war dieser Theodor-Dreyfus-Prozess. Ja, das war antisemitischer Prozess, nicht nur gegen Alfred Dreyfus, sondern gegen die Juden. Dass sie sind impotenziell die, wie sagt man, fünfte Kolonne. Ja? Kennen Sie diesen Begriff? Ja. Es ist vom spanischen Bürgerkrieg, ja? Von 30. Ja? Die fünfte Kolonne, die Traitors, ja. Also die Juden sind potenzielle Feinde dem Staat, Frankreich oder russische Imperium, egal. Okay, also das ist ein wichtiges Thema, deswegen ich empfehle euch in eure private Zeit wegen dieser Prozess-Dreyfus, die Menschen-Dreyfus, die Emile Zola, Klagean, ist doch gut zu wissen. Okay, das ist, und jetzt gehen wir zum zweiten Thema, und nämlich der Prophet kritisiert die ganzen Volk. Ja, das habe ich versprochen. Okay, zweite kurze Pause, ich stoppe die Aufzeichnung, nicht jetzt. Okay, also, wir haben gesehen ein Beispiel von modernen Propheten sozusagen, von Emile Zola, der hat verändern die eine wichtige Bescheid. Ja? Also, ich klage an. Jetzt, wir gehen zum Königebuch und nämlich Könige 1. Kennen Sie, was ist die Verteilung zwischen den Königebüchern ist? Warum? Ich weiß nur, dass der Elia da drin vorkommt. Im Christentum überhaupt, es ist 4. Sie verteilen für 4.
Nee, das die heißt, haben auch nur zwei. Ich weiß nicht, warum. Ja, also ich, nach jüdischer Verteilung, es ist zwei. Die erste, okay, muss man vorherig, die Samuelbuch. Samuelbuch auch verteilst du zwei. Samuel 1, lateinisch. Das ist König Saul, der erste König Israels. Samuel 2, lateinisch, es ist König David. Mhm. Okay, das ist chronologisch. Könige, die erste Kapitel, die Könige Buch, David stirbt. Okay, und das heißt, Könige 1, es ist von König Salomo bis Prophet Elia. Okay, es geht parallel Könige und Propheten. Also muss man verstehen, die gewisse Propheten sind verantwortlich über die gewisse Könige. Das heißt, das ist eine Verbindung. Ja? Zum Beispiel König, Prophet Samuel, ja? Er hatte besondere Verbindung mit erster König Saul. Ja? Er hat ihn zum Königtum gesalbt, so sagt man auf Hebräisch. Troniert, ja, auf den Thron setzte, ja, und so weiter und so fort. Also, die König David hatte seine Propheten, König Salomo seine Propheten und so weiter und so weiter und so weiter. Also, deswegen für uns manchmal, die sind die Könige, manchmal, die sind die Propheten, die zeigen uns die zeitliche Grenze für die Buch. Also Könige 2, das ist vom Prophet Elisha, bis Ende des ersten Tempels. Also bis letzte König und bis des Zerstörung. Okay? Okay, jetzt ich stelle euch Link. Was wollte ich uns heute lernen? Also, wir gehen zum Melachim. Melachim ist das Könige auf Hebräisch. Melachim 1 oder Melachim Aleph. Ja, ist gleich. Aleph ist 1, Kapitel 19. Okay, also, ich hab den Text und es geht um Folgendes. Im Kapitel 18, das war eine Geschichte, eine erstaunliche Geschichte, wo Elia, der Prophet, hatte einen Wettbewerb mit wem? Mit den Baalspriestern. Mit sogenannten Lügepropheten. Das heißt aber interessant, dass diese Definition Lügepropheten, es ist nur in stetem Übersetzung, also ins Englische, ins Deutsch. Auf originelle Hebräische steht Propheten. Und die sind die Propheten von unterschiedlichen Götzendienern. Ja? Die manche wurden zwei, ein Mann und eine Frau. Kennen Sie die Namen? Eva hat schon gesagt, Baal, er ist der Mann. Astarte war die Frau, oder? Ja, Astarte, die ist die Frau. Isabel, das ist die Königin. Das ist eine lebendige Person. Mhm. Wir reden über die zwei berühmte Konkurrenten sozusagen. Zum, eine und einzelne Gott. Kennen Sie das, die blaue Palast im Irak? Das ist die Palast von Nebuchadnezzar. Wir haben einen Teil von dieser bei uns im Berliner Museuminsel. Kennen Sie? Ja, der Stadttor ist, glaube ich, drin, gell? Auch. Aber wir haben teilweise diese blaue Mauer bei uns. Muss man jetzt eilen. Dieses Museum wird für 20 Jahre geschlossen. Also muss man jetzt eilen, weil wir uns nächste 20 Jahre, ich war dort vielmal, aber die Kinder, die Enkelkinder, es ist jetzt, diesen Sommer, Ende Sommer, erschließt sich dieses Museum Pergamon zum eine Restauration über die 25 Jahre, etwa so. Also muss man eilen und investieren Zeit, weil wieder die nächsten 20 Jahre kann man nur die Bilder von den Büchern sehen. Also in kurz, diese zwei wurden sehr, sehr bekannt.
als Götzendienst, ja, als ein Kultus, als eine Religion. Die Frau teilweise wurde zum Göttin des Liebe in Griechenland und römische Königtum geworden mit gewisser Übersetzung und Konversion sozusagen. Ja. Also, und dann Elisha macht einen Wettbewerb mit diesen Anhängern. Ja. Er sagt, welcher Gott nimmt seine Opfer, er ist der echte Gott. Nun, was sagen sie? Die Juden sagen, wunderbar, machen wir einen Wettbewerb. Ja, ein Fußballspiel ohne Fußball. Ja. Ja. Muss man noch sagen, das ist Kapitel 18, muss man noch sagen, dieser Wettbewerb war im Haifa, meinem Stadt. Gibt es verschiedene Versionen, wo genau gibt es eine christliche, wie sagt man, Menscherei? Minzar. Kloster. Kloster. Ja, genau. Gibt es eine Kloster, wo die Menschen leben, oben im Haifa, behaupten hier. Hier war die Wunder. Also im Kurz, die Wettbewerb hat am Schabbat passiert. Noch besser. Das ist ein Problem. Ja? Aber das, genau die Prophet, hat einmalige, einzugartige Gerecht, einmalig die gewisse Gebot zum eine kritische Bedürfnis annullieren. Ja, also, wenn jemand nach Torah kommt und sagt, ich bin ein Prophet, annullieren wir Schabbat, dann akzeptieren wir diesen Vorschlag nicht, oder? Das ist genau die Christen tatsächlich, ja. Die Jesus von Nazareth und so weiter. Aber die echte Prophet kann einmalig, genau wie Elia, einmal, ja, nicht zwei, einmal in die ganze Geschichte, er hat das Schabbat-Gebot annulliert über diese Thema. Und dann am Ende, wie Gott ist, er sagt, bringen Sie Wasser und noch Wasser und noch Wasser zum vergrößern der Wunder, oder? Und dann am Ende die Feuer vom Himmel, die Gott ist, die Feuer hat runtergegangen und die ganze Opfer und die Erde Stück noch mehr hat gefressen. Und die alle Leute haben gesagt, Hashem Elokim, unser Gott, ja, ist einzelner Gott. Die Ende des Kapitels, wir sagen am Yom Kippur Gebet, muss man verstehen. Das heißt, das ist eine der höchsten Punkte in unserem Yom Kippur Gebet. Ja, also das ist sehr, sehr wichtig. Sogar kennen Sie oder nicht die arabische Allahu Akbar. Mhm. Gott ist eins, das ist arabische Übersetzung von der Phrase. Das ist direkte Übersetzung. Das ist Kapitel 18. Sag, Moment. Wo sind wir? Unten. Der Prophet Elia. Die wurden auf dem Karmel, Karmelberg, das ist im Haifa. Dass die Geschichte hat im Karmelberg passiert. Eure Gott. Das ist 1839, als das ganze Volk das sah, die Wunder, dass die Feuer hat. Runtergekommen, fliehen sie auf ihre Angesichts und riefen, der Gott ist der Gott, der Herr ist der Gott, der Herr ist der Gott. Okay, das ist Allahu Akbar auf Arabisch. Mhm. Okay, Hashem Elokim, wieder auf Hebräisch, es ist anderes. Wir jetzt haben diese Probleme, es ist zwei unterschiedliche Gottesnamen, die deuten andere Dinge. Also es ist ein Problem, dass es unkorrekt übersetzt ist. Also, aber das ist nicht das Ende der Kapitel. Das ist ein langes Kapitel mit 46 Sätzen.
wie jetzt noch am 39. Satz. Was ist passiert weiter? Eva, erinnern Sie? Ja, danach macht er die ganzen Baal-Propheten alle. Ja, genau, weil sie sind vom falschen Gott gekommen, sind, haben keinen Schutz. Quasi. Seine alte Welt sehen, sozusagen. Okay, also dann, er hat, es steht genau die Zahl, er hat Elia 800 Propheten der Baal und 400, 600 Propheten von Ishtarta hat getötet. Ja? Also das ist die blutige Ende der Wettbetrieb. Eine harte Machtkampf. Und dann, das ist Satz 40, nächste. Eliyahu sprach zu ihnen, für die Leute, auf dem Berg Karmel. Er greift die Propheten der Baal, die Lügeprofeten, dass keiner von ihnen entrinne. Sie ergriffen sie, da ließ Eliyahu sie hinaufführen auf dem Bach Kishon und schlachtete sie daselbst. Okay, Bach Kishon ist hier bis heute im Haifa. Es ist neben Hafen. Okay, und dann, Kapitel 19, Elia auf der Flucht, Elisha. Wieder, es ist nicht der Text von Tanach, es ist Übersetzer. Ja, der Rabbiner Biberfeld, ja. Es ist seine Bemerkung, es ist seine Zusammenfassung. Verstehen Sie? Es ist für uns, die kennen nicht gut die hebräische Bibel, das ist ein Hinweis, um was geht das. Und Ahab, der König, berichtete der Isabel alles, was Elia getan, dass er alle Propheten der Baal mit dem Schwert erschlagen hat. Muss man ehrlich zu sagen, Ahab war die Jude und er gilt als der böseste jüdische König. Teilweise auf die Gründe, dass seine Frau ist Isabel, sie war überhaupt nicht Jüdin, das ist schon ein Problem. Das zweite Problem, sie war klassische Götzendienerin. Sie hat diese Baal-Propheten aus Libanon mitgenommen, mit sich. Ja? Und sie hat mit Elia und anderen Propheten, wie Obadja zum Beispiel, sie hat einen ideologischen Krieg durchgeführt. Okay? Also, da schickte Isabel einen Boten an Elia, ein Mensch, und ließ ihm sagen, so mögen die Götter tun, Götter, im Plural, ja. Es ist ein Vorwurf und auch eine Verpflichtung, ja. Ich sage, dass wirklich viel passiert, die Götter tun und so vorfahren, dass ich morgen, an dieser Zeit, morgen, nicht nächste Woche, morgen, 24 Stunden, und diese Zeit dein Leben gleich dem Leben eines von denen machen werden. Ja, das ist genau Maß gegen Maß. Genau wie hast du die meine Propheten ermorden, ich mörde dich. Okay? Also das ist der Vorgrund. Muss man, okay, noch ein Punkt und wir stoppen hier und gehen weiter am nächsten Mal. Muss man verstehen, ich habe schon gesagt, dass alle Namen im Heiligen Schriften, jüdischen Heiligen Schriften, sind nicht umsonst, sondern sie sind deutlich. Haben Sie das gehört von mir, oder? Ja. Die Isabel ist klassische Beispiel, dass die Name bringt unsere, was sollen wir denken über die Menschen? Etwa gut oder überhaupt etwa nicht gut? Es kann sein, dass die Frau hatte Isabella Name. Kann sein, kann sein. Wir kennen diesen Namen, Isabella, oder? Elisabeth. Ja, aber wissen Sie, was heißt auf Hebräisch Isabel? Es ist zwei Worte. Irgendwas mit Haus. Nicht? I, das ist Insel, Sevel, das ist Müll. Mhm. Verstehen Sie? Also, dass danach die Propheten, sie behaupten, dass diese Frau als Insel der Müll. Das heißt, muss man radikal gegen die Frau halten. Verstehen Sie? Das heißt, sie ist eine katastrophale Frau.
Der Ahab ist eine schlimmste König und sie ist die schlimmste Frau. Das de Fakt, dass sie waren nicht jüdisch, schon unwichtig. Wegen der Taten, da hat sie geübt. Sie hat auch die echte jüdische Propheten ermordet. Mit Chudrete. Das redet Prophet Obadja. Das lesen wir weiter. Okay? Also, das müssen Sie verstehen. Abraham, Yitzchak, Jakob, die alle Namen, das verliert man, die diese Deutung mit Übersetzungen, egal auf welche Sprache, aber auf Hebräisch, sie sind deutlich. Alle Namen, die sind deutlich und deuten etwa. Zum Beispiel Abraham, was ist die Deutung? Vater der vielen, glaube ich. Vater der vielen Völker. Av Hamon Goyim. Vater der vielen Völker. Yitzchak, was ist die... Lachen. Wird lachen. In zukünftige Sprache. Nicht im Vergangenen, in Zukunft. Okay? Also das heißt, er und seine Nachkommen, wir sind die Juden, wir werden lachen. In die Klammern, das ist die Quelle von dem berühmten jüdischen Humor. Es kommt von Yitzchak. Wirklich. Wirklich. Also alle Witze, die Wurzeln, wurzelisch sozusagen, es kommt von Yitzchak. Rauskommt. Okay? Jakob. Okay. Hausarbeiten. Schauen Sie, was bedeutet das in Torah. Okay, also ich denke, es war genug für heute. Aber wir lesen auch weiter, weil es ist immer gut, die ein Kapitel von Tanach und Propheten lernen. Es bringt uns viel, viel Wissen und auch Verständnis. Ja. So meine Meinung nach, so wurde ich erzogen in Yeshiva, so glauben wir, also wieder kann man die Heilige Schriften als Jude, als Nicht-Jude, als gläubiger Christ, egal, auch säkulärer Atheist, jeder kann etwa für sich herausziehen und lernen. Okay, die Fragen für heute. Zu viel Info? Okay, muss man bearbeiten mit. Ja. Gut, okay. Dann danke. Das haben Sie. Vielen Dank. Wir sagen danke. Wir sagen danke, ja. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ja, bis nächste Woche. Dankeschön. Schönen Abend. Schönen Abend. Hallo.